bei mir zum Interview begrüße ich jetzt die Nummer 1 des Turniers und Titelverteidiger Peter Klager. Peter, du hast die erste Runde souverän gewonnen, was eigentlich zu erwarten war. Wie geht's dir bei diesem Turnier? Wie gut bist du in Form? Naja, in Form würde ich nicht sagen, dass ich so gut bin. Ich spiele im Verhältnis relativ wenig. Ich spiele Meisterschaft und jetzt die paar Turniere vorher. Aber Sand ist mein Lieblingsbelag und es liegt mir auch sehr, auch jetzt wieder. Wie sehr bist du mit den Bedingungen hier zufrieden? Spitze. Super Platz, kann man nicht sagen, perfekt. Bisschen rutschig, aber optimal. Also perfekt. Wie angesprochen, du bist der Titelverteidiger. Jetzt ist es so, dass Bernhard Nagel im Jahr 2006 der Letzte war, dem es gelungen ist, bei diesem Turnier seinen Titel zu verteidigen. Was spricht dafür, dass es heuer wieder einmal so weit ist? Naja, ich glaube, ich habe eine nicht so schlechte Auslosung. Also vor allem die nicht gesetzten Leute, die sehr stark sind, spielen alle im unteren Raster. Oder alle, viele. Also ein C hätten wir, ein Jaschke und jetzt noch viel mehr. Und ja, wie gesagt, der Platz taugt mir. Sand liegt mir sehr gut und ich komme, glaube ich, auch immer mehr rein, dann, dass es gehen sollte. Nicht so schlecht zu spielen, aber Titelverteidigung ist, glaube ich, beim stärkst besetzten Turnier sehr schwer. Was anderes, was auch mit viel Brisanz verfolgt wird, ist das Rennen um die Nummer 1. Du bist die amtierende Nummer 1, aber wer ist denn die Nummer 1 nach dem Turnier? Zu 99% nicht ich. Also aus meiner Sicht gesehen. Warum? Glaubst du, dass du die Titelverteidigung nicht schaffen wirst oder dass es der Philipp ins Finale schafft? Naja, ich habe 800 Punkte, glaube ich, ungefähr Vorsprung. Das heißt... Nicht ganz 800? Ja, genau, nicht ganz 800. Das heißt, du musst es gewinnen und hoffen, dass er maximal ins Halbfinale kommt. Genau, ich muss jetzt eigentlich praktisch schon ins Finale kommen, um die Nummer 1 zu halten. Und ja, ist möglich, natürlich, aber da der Philipp auch sehr stark spielt, wird es sehr schwer. Gut, dann bedanke ich mich beim Peter für dieses Interview. Vielleicht klappt es ja doch damit, dass du Nummer 1 bleibst und damit, dass er wieder mal ein Titelverteidiger seinen Titel bei diesem Turnier verteidigt.